Dann gehen wir auf jeden Fall einmal einen Toyota oder einen Lexus auswählen. Ach, komm, wir nehmen Lexus. Alles gut. Lexus, Lexus, Lexus. Aber wenn der schon episch ist, dann nehmen wir den epischen. Wo ist denn Ekbalam? Ekbalam ist hier. Also dieses ganze Stück hier. Ja, komm hier. Und dann gucken wir mal, ob wir da eine steinerne Laterne finden. Und sobald wir diese haben, können wir das natürlich dann einstellen. Oder besser gesagt, das Foto erstellen. So. Oh, man merkt, ich bin schon lange kein Forza mehr gefahren. Aber normalerweise verlernt man das ja nicht. Am liebsten ohne Unfälle fahren. So, ich fahre hier dran vorbei. Nicht, dass es zählt als Sprung. Dann fahren wir hier runter. Und dann schauen wir da unten einfach, ob wir gleich eine steinerne Laterne finden. Müssen wir halt ein bisschen suchen. Aber normalerweise sind die ja recht schnell zu finden, so steinerne Laternen. So, haben wir da eine? Ne, da ist keine. So, einmal hier hoch. Steine Laterne hier oben am Start. Nein, das sind normale Fackeln. Fahren wir hier noch runter. Gucken hier nach rechts. Weil da habe ich ja eigentlich auch den Zielpunkt hingesetzt. Ob da was ist, weiß ich natürlich nicht. Autschi. Wir schauen weiterhin. Wo könnten hier Steine Laternen sein? Da ist irgendein Viech. Ja, wunderbar. Da haben wir eine Winkekatze. Die kenne ich auch noch nicht, aber die können wir ja mal umfahren. Vielleicht gibt es eine Sonderbelohnung. Und hier haben wir die Laternen, die wir brauchen. Jetzt tun wir uns noch schön positionieren. Dann blenden wir wieder aus mit Select und dann schießt man ein Foto. Wunderbar, somit haben wir die Challenge. Foto-Herausforderung ist absolviert. Vielen Dank, dass du mein Video bis zum Ende geschaut hast. Wenn es dir weitergeholfen hat, wäre ich sehr dankbar über einen positiven Kommentar, einen Daumen nach oben und natürlich ein Abo. Dankeschön.